Die Hitze macht uns allen zu schaffen. Doch die bornaher Einwohner haben Tipps für Sie. Welche das sind, zeigen wir jetzt. Eigentlich gar nichts. Höchstens mal abkühlen. Ansonsten wüsste ich nicht. Ja, bloß Wasser trinken viel. Und bloß in der Wohnung bleiben. Immer frisch denken und mal ein kühles Bad nehmen und viel, viel trinken vor allem. Ja, sehr viel trinken. Naja, sollte sich ja ab nächste Woche wieder ändern. Man kann sich dran ändern. Müssen es nehmen, wie es kommt. Ne? Ne, mir ist auch ein bisschen sehr heiß. Ne? Baden gehen. Das ist eins. Und nicht arbeiten. Auf dem Sofa liegen. Ja. Mache ich zur Zeit. Im Haus bleiben, vor dem Fenster Bettlaken hängen, mit Wasser getränkt, mit kaltem Wasser getränkt. Das ist gut. Und nicht so viel bewegen, wenn man nicht unbedingt muss. Tipps gegen die Megahitze, wenig bewegen. Auch nur gut. Ins Schatten gehen, damit es nicht so teuer wird. Ansonsten ins Wasser aufsuchen und erfrischen. Wenn es geht, wenn man dort die Zeit hat. Ich kann es machen, ich bin Rentner. Ja, und was denn sonst noch? Viel trinken. Und wenn es geht, kein Alkohol, sondern Mineralwasser. Und ich denke mal, man hält sich am besten bloß zu Hause auf. Ich habe einen Ventilator und Tischventilator und geht eigentlich. Gibt ein bisschen Kühle ab, zwar nicht viel, aber funktioniert. Nicht machen. Viel trinken. Ansonsten, ja, ein Mützchen, viel trinken. Ja, ansonsten dran denken, irgendwann sind es wieder 5 Grad und Regen, also genießt die Temperaturen. Also ich denke mal, was wir alle machen irgendwie, versuchen viel zu trinken, sich dort aufzuhalten, wo es halbwegs angenehm ist, wahrscheinlich am Wasser irgendwo, ne, wenn man die Möglichkeit hat, oder im Garten irgendwo, auch wenn man einen hat. Der Wohnung selbst ist ja unerträglich eigentlich. Ne. Viel trinken, die Sache nicht so, nicht so schlimm nehmen, wie sie ist. Es könnte doch so sein wie im Urlaub in Marokko, ist es jetzt in Deutschland und ist billiger.